So. Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen dummen Folge 7 Days Horror Die. Mit einem 7 Days Horror Die Typen to Tyler. Immer mal. Tyler. Leck mich. Es klingt zwar ein bisschen pädophil. Gleichzeitig Gott, eben du auch. nimmst doch so widerliches Etwas. Das hast du gesagt. Na, ich wollte na Tyler sagen. Na, meine Leute, Tyler verkauft OnlyFans-Bilder. Ich hab keinen OnlyFans, bist du? Ich bin keine Schlampe. Und zwar vor dem Spiegel fotografiert er seinen Hintern und schickt ihn auf Ich hab nicht mal Hintern, das ist ein Backblech. Spotify. Ich habe einen, du nicht. Ich habe einen schönen. Ach ja, stimmt, ich habe in der letzten Folge ja mein Motorrad abgebaut. Tyler war ja draußen noch. Da warst du draußen? Warst du in der Ich bin letzten? auch wieder reingekommen. Achso, stimmt ja, wir haben eine neue Regel gemacht und zwar dürfen wir nicht mehr cheaten. So, ich gehe jetzt weg. Dann geh mal. Viel Spaß. Fürs Erste, ich komme später mal wieder. Ach, buh. Du kannst mal nach Treibstoff suchen. Nein, ich suche mal ein anderes Gebiet. Mit meinem Roller, wenn ich wüsste, wo ich nochmal geparkt habe. Muss auch mal was essen, ne? Das ist dir schon klar. Ach, bin ich wieder hungrig? Ich weiß es nicht. Wir werden immer hungrig, wenn wir ins Spiel reinkommen. Warum denkst du, dass es das nicht passiert? Ich habe sehr wenig Dosenfutter. Das heißt, ich muss Mais fressen. Ich ernähre mich dann nur noch von Mais. Du, dir wird irgendwie warm, kann das sein? Nee, ich fühle mich gerade Ich wieder ernähre ab. mich von dem Schwanz Mais. In der letzten Folge haben wir ein bisschen zu viel über Olaf Scholz gelästert, ihn beleidigt. Ich hoffe, jetzt kommt keine Anzeige von ihm. Sonst kommt der Anzeigenhauptmeister. Du stehst an der falschen Parkseite. Da, du Hier stehst hinten an der. wartet mein Auto. Wieso soll er denn zu dir kommen? Mit Fahrrad. Leon Mascher macht er jetzt mit ihm. Habe ich gesehen. Wer? Leon Mascher. Das ist dieser Rapper da mit dieser komischen Ananas. Es ist ein Typ, der zieht sich immer so eine Cappy an. Jetzt macht der sogar mit Anzeigenhauptmeister, obwohl das eine der bescheuertsten Sachen der Welt ist. Kann man so eine Scheiße machen? Hat man kein Leben? Du bist es. Du hast fast keinen Treibstoff mehr. Doch, so 95% habe ich Treibstoff. Vielleicht finden wir in diesem Spiel noch mal hier den Bunker, weißt du noch? Warum hast du den Fahrstuhl abgemacht? So hast du noch nicht. Ich dachte schon, du baust ihn weiter runter. Plötzlich Erdrutsch. So sieht es eigentlich so aus, als würde ich laufen mit der Armbrust. Banane. Bis Tag 7. Irgendwo kommt ein Blutschop runter. Blutschop. Neue Tagesbucheintrag. Wo kommt eigentlich das Flugzeug her? Tyler, Was? wir müssen mal Oh herausfinden, wo nein, ich das. habe ein Hähnchen Wir müssen mal überfahren. herausfinden, wo das Flugzeug herkommt. Tyler. So. Weil es wichtig ist. Auf einmal finden wir Lebensmittel. Auf einmal sind wir reich. Was müsste jetzt reich sein? Viel. Irgendwo muss doch keine Apokalypse Oh. starten. Oh. Was war das? Sechs geile Zombies. Oder anders gesagt, notgeil. Da kommt die neue Folge 7 Days to Die online, ne? Die heißt Erstrahlte Persönlichkeit. Tyler Rolf, warum? Ey, warte mal, wo bist du? Ich bin irgendwo im Arsch. Warte mal. Hat das Hotel Hä? wiedergefunden. Ah, ich hatte den Fuß Tyler, du bist weggehabt. hier durchgefahren, ne? Guck mal, du bist jetzt in der Wüste. Ja, ich war einfach auf der Fahr mal Straße. weiter geradeaus. Auf einmal ist hier die Grenze, war mal, weil bei mir schon da oben irgendwo die Grenze war. Irgendwie hier so. Ja, hier ist die Grenze, siehst du? Siehste? Guck mal, wie kurz die aber ist. Okay, das heißt, die Feuerwelt ist nicht so groß, ne? Ich hab die Zombies einfach. Mann, heißt das Benzin, die jetzt will? Oh. Ach, bin ich in der Nähe der alten Farm?
Ich glaube tatsächlich, das ist einfach nur 1:1 kopiert wie unsere alte. Warte mal, wenn du jetzt ein Hotel findest, so ein Riesenhotel, irgendwie neben einer Krankenstation, dann ist es unsere einfach so eine alte Weltkopie von uns. Ich habe Staffel 1 ja gelöscht, Tyler. Ich habe Staffel 1 gelöscht. Soll ich hier einen Unterschlupf bauen? Naja, ich finde das Haus irgendwie schöner. Das gesund ist, wie der Motorrad qualmt. Du hast 88% deines Benzins verschwendet. Ich werde am Arsch sein. Ich fahr einfach durch. Während ich esse, wird Tyler. Ah, das hat sich mal geschafft. Während ich esse, ist was. Oh, das ist sogar unser Alter. Guck mal, das ist das Zaun mit dem Haus. Ja, hast du leider zerstört. Das ist irgendwann wie Kraus. Findest du ein Hotel? Der Motorrad hat Was einem Schaden. Hund auch was bringt? Nein. Siehst du? Das klingt irgendwie wie so ein Höllenhund. So ein Dämon aus dem Nichts. Ob die Zombies eigentlich schneller werden, wenn man irgendwie so Tag 90 oder so erreicht? Leider. Eventuell. Auf einmal werden die zu Black Ops Zombies von Call of Duty. Yeah! Ob man in Black Ops 3 Runde 90 erreicht, ohne zu sterben? Was glaubst du? Ach, doch, wahrscheinlich. Wenn du Profis in deinem Team hast. Mit dir wird das doch nicht. Sollen wir das mal irgendwann. Ja, da. Nein! Warte mal, nee. Nee, guck mal, das ist ein neuer, moderneres. Oh nein, das ist unser Eine neue altes. Farm! Nee, das ist unsere alte. Guck Nee, dir ich das so gehe hier an. weg. What the fuck? Und obwohl das eine neue Welt ist? Wenn man das Halt Hotel. unsere alte Gab's Farm das Hotel, wieder! wo wir ja derzeit wohnen? Gab's das Hotel nicht eigentlich auch früher schon? Wir sind da immer dran vorbeigegangen, ne? Tyler? Ja. Wieso benutzen wir es denn erst jetzt? Guck mal, hier ist ein Loot Drop. Direkt. Hier. Siehst du ihn? Kannst hier hingehen. Warte mal. Wegpunkt. Komme ich denn eigentlich wieder rein? Okay. Let's go! Scheiße, ich habe nur meine Armbrust mitgenommen. Ach, egal. Armbrust ist leise und effizient. Besser als ein Bogen. Ich habe ein gutes Versteck gefunden, alte Tankstelle. Scheiße. Schon Ach, ich verfehlt. überfahre die Zombies. Oh mein Gott, ich habe ihn getroffen. Oh mein Gott. Tot? Alter, Armbrust, das ist geil. Das geht so ekelhaft. Ja, oder? Die Kartoffelchips. Mit X schwimme ich schneller. Ach nein, das Schneegebiet. Ich hasse das. Wieder dieses ekelhafte Geräusch, wenn du hier hochkletterst. Und ist hier ein Dämon bei dir? Ja. Machst du gerade Exorzisten? Exorzismus? Tyler und sein Exo. Oh, vorklassen. Hallo? Siehst du. What the fuck? Ja, Tyler, ein Schuss in den Rücken und du bist tot mit der Armbrust. Oh mein Gott, da ist der Lutsch. Tyler, wo hängt der Lutschrock? Wieso? Digga, wo steht der denn? Oh, Junge, weil wir in Blitzscreen sind, denke ich ständig da. Bei mir ist ein Zombie. Du brauchst dich gehen wie Jason, du Motherfucker. Und tot. Wieso regnet es bei mir? Wieso werde ich nass? Wieso zuckst du? Das sind doch nur Zombies, die greifen. Oh, Tyler. Na? Ich habe Lager gefunden.
was das sein soll. Hey, gut, ich bin versteckt. Wenn ich so rumhocke, kann ich sehen. Okay, ich hab ein Rezept für Raketenwerfer bekommen, Alter. Guck mal. So, der wollen wir mal wieder zurück, ne, Alter? Zurück zum Hotel, dann erstmal mein Essen essen und dann geht die ganze Folge neu über Tyler. Digga, dieses Geräusch ist absolut so ekelhaft. Ich hab's natürlich dir eingeweiht, das ist ja widerlich. Ich frag mich, wie kommen die Zombies eigentlich immer so hoch auf den Berg geklitscht? Tyler? Bei mir werden sagt dann immer mehr. Ah, bei mir nicht, bei mir ist ziemlich gut tote Hose. Fertigkeit Plünderung ist jetzt auf Stufe 2. Oder Stufe 3 stand da, oder? Aua. Kaktus. Ich hab 4. Aua. Nochmal Kaktus. Bin jetzt zweimal bis 30. Tyler, Ratte. Ratte. Ich hab eine Ratte gefunden. So, oh, Mais. Warte mal, ist das Mais? Da ist nur der Reh. Da ist niemand mehr. Da. Oh. Kommst du eigentlich später zurück wieder? Tyler? Nee. Einer von uns wird ja an Tag 7 sterben und das bin nicht ich. Ich auch nicht. Tyler, ich hab's immer noch ruhiger als du. Tag 7 kann ich einfach chillen und zugucken. Du nicht. Wann gibt's da auf, du Blatt? Uschi. Hast du ihn gerade Uschi genannt oder hast du ihn Muschi genannt? So. Ich bezweifle stark, dass er Muschi heißt. Ist das eigentlich für ein Name? Muschi. Ach ja, stimmt, ja. Komm ich denn jetzt wieder rein? Mann. Boah, das bringt mir nix. Gute Frage, nächste Frage. Wie kommt man hier wieder rein? Obwohl, ich mach das hier weg. Brauche ich doch nicht, oder? Alter, brauche ich doch nicht. Wieso, was meinst du? Ja, hier. La! Salam alaikum. Was ist das für ein Quitschen? Das ist eine Wespe. Ist das wehtut? Jetzt brauche ich erstmal irgendwie Holz zu suchen auf dem Boden. Wie viel brauche ich eigentlich von dem? Nein, das war der falsche. Also echt, ich bilde es mir doch nicht ein. Guck mal nach oben. Das Geräusch macht mich kirre. Tu mal was dagegen. Wenn ich wissen, wo es herkommt. Haben 2 von 5. Ein von uns ist eine Wespe. Das ist egal, woher. Klingt irgendwie so nach so einem Stromkasten, Alter. Oder wir beide sind einfach noch ziemlich zugedröhnt. Ich bin nicht zugedröhnt. Sicher. So ist mir beide ja nicht. Vielleicht bist du es. Und ich werde gejagt. Geil, wo kommt ihr denn her? Digga, wo kommen drei Fettsäcke her? Headshot? Kein Headshot, scheiße. Scheiße, warum bewegt ihr euch?
Schaut mal weg. Ja, what the fuck? Wieso hält ihr das alles aus? Ja, sei doch jetzt mal tot, du Fettsack. Guck mal, selbst dein Freund ist tot. Kannst du jetzt mal umkippen, endlich? Digga, selbst der überlebt einen Headshot. Der überlebt einen Headshot. Digga, seid ihr Zombies oder seid ihr unsterbliche Dämonen? Hallo, es sind Zombies. Ja, die überleben selbst einen Headshot. Guck! Der vor allem überlebt einen Headshot. Das ist nicht normal, dass die einen Headshot überleben. Ja, der überlebt alles! Was ist das? Zombie-Bossfight oder was? Digga, der überlebt echt alles. Hör doch auf. Einer von euch steht, glaube ich, safe auf, oder? Da hinten kommt ein Muski. Holzplatte. Meine Mutter hat mich nach draußen gestellt. Holzrampe. Ach, ich habe immer ein D. Eine reicht mir. Mann, ich komme hier nicht mehr rein. Mann, jetzt muss ich immer kurz das machen. Weil ich sonst da nicht reinkomme. Ich hasse es. Das, was man am meisten nicht will, muss man danach machen. Ich glaube, ich habe das Falsche gecraftet, ne? Oder mehr gesagt, gecheatet kurz. Jetzt komme ich ja hier nicht rein. Mann, ich raste aus. Jetzt habe ich keine Axt mitgenommen. Wolf, hier Metall brauche ich doch einen Hammer, ne? Denke schon. Ach, ich hasse es. Denn zu Zumauern noch mal einfach Beton, ne? Ja. Oder wie eine Aluminium. So, jetzt nicht mehr cheaten, Natalia. Jetzt hör auf. Vor eine Tür. Ja, die ist einfach, brauchst nur Holz. Oh, warte mal. Die gehen zu schnell kaputt. Ich hab das ja schon. Habe ich Fackeln dabei? Geil. Ja. Das hast du letztes Mal genommen. Tyler. Das hast du letztes Mal genommen. Ich weiß. Es wird wieder nachts, habe ich recht? Ja. Frage ich mich immer, warum wärst du immer von Zombies angegriffen? Jetzt wissen wir es beide. Na gut, das wollen wir mal lernen, Natalia. Raketen da verbauen, will ich erlernen. Guck mal, was ich gefunden habe. Eisenbeinschiene, habe ich Rezepte jetzt und Rüstungsschmied auf. Mal, kann ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt auf Waffen gehe, brauche ich dafür eine Wertbank, oder? Für Schusswaffen brauche ich Wertbank, ne? Denke schon. Ich glaube, ich gehe in der nächsten Folge ohne Armbrust raus, weil das ist absolut scheiße. Na, hat er jetzt die Tür hingepackt? Hä? Achso, jetzt habe ich sie gesehen. So, hier müssten bei Messer sein.
So, was habe ich erlernt? Ich habe einmal den Raketenwerfer erlernt. Guck mal, hier ist der. Warte mal, wo ist der Raketenwerfer? Was ist das denn? Sprengbolzen, die Armbrust. Okay, was ist alles das, was ich gerade im Moment habe? Rakete. Wo finde ich denn die ganzen Schusswaffen? Von wo finde ich Raketenwerfer? Hä? Was ist das denn jetzt? Tyler? Eisenbohrerklinge? Erdbohrerklinge? Stahlspitzhacke. Na gut. Die Folge ist gleich zu Ende übrigens, ne? Ja. Eigentlich haben wir schon viel gemacht. Guck mal, wieder den ganzen Tag. Das ist jetzt Folge 5. So, Armbrust ist megamäßig scheiße, haben wir herausgefunden. Gehe ich mal mit einem Gewehr los. So ein Jagdgewehr und habe ich nicht hier eigentlich auch Sturmgewehrpatronen reingepackt? Dreimal Sturmgewehrpatronen, das weiß ich ja noch. Da habe ich das erste Bündel Munition. Ah, Mann. Also ich bin schon fertig. Es ist 21:19 Uhr, Tyler. Nächste Nacht der Bericht. Mal gucken, wen nach Tag 7 werden wir hier abzischen. Ich werde das zwar weiterhin behalten, aber ich werde dann erstmal abzischen. Mit einer Waffe, aber ich glaube, ich nehme das Jagdgewehr mit. Ich habe gar nicht so viele Schusswaffen gecraftet wie Tyler. Hier ist ja überall Kackhaufen eigentlich in der Toilette. Was machen leere Essensdosen da drin? Ist schon wieder was, wo wir noch nicht gelootet haben, ne? Es dauert so lange, bis er eine scheiß Tür aufmacht. Wieso? Hört sich das so an, wenn ich einen scheiß Ofen öffne, als würde ich ein Regal öffnen. Ach ja, L3 war das hier mit allem rausnehmen. Nachts. Tyler, nachts. Ich weiß. Nachts. Ich weiß. Nachts. Halt die Schnauze. Nachts. Kikerikis, morgens, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, good morning, Sonnenschein. Na gut, Leute, das war's jetzt mit der Folge. 7 Days to Die. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge geht's mal wieder länger zu. Jetzt mal nicht, weil ich habe morgen wieder bis 22 Uhr Arbeit. Juhu. What the fuck? Und ja.
Auf jeden Fall, wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten chlorreichen, krassen, kack, megamäßigen Scheiß Hurensohn-Folge von Tyler. Mal gucken, wie oft kann ich irgendwie Fluchwörter reinschreien, bis das Spiel sagt, ja, du hast schon zu viele. 6, 7. Ja, wir sehen uns. Lasst Abo da, bla bla bla, ciao.